Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung, und zwar mit Mr. Bauer Gaming, hier und heute am 24. Januar 2022 mit sage und schreibe 27 neuen Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Bevor wir jedoch starten, Sascha, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Abo. Es hat mich sehr gefreut, dass du auch zu der Mr. Bauer Gaming Family gehörst. Danke sehr für dein Sub. Die erste Mod, die wir uns heute anschauen, kommt von Hispano. Downloadgröße 18 MB in der Version 1.0 für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich um das Lizard Duros 60 Fuß Schneidewerk für einen Drescher. Das zusammen mit einem Anhänger kommt, wo das Schneidewerk transportiert werden kann. Das ist dieser Anhänger hier. Der hat noch einen zusätzlichen Treibstofftank von 2000 Litern und schaut sich im Shop folgendermaßen an. Und zwar haben wir den Trailer, den Anhänger 60 Fuß, 22.526 Euro und hat ein Tankvermögen von 2000 Litern, wie eben gehört. Hier gibt es die Möglichkeiten, die Farbgebung je nach verschiedenen Dreschern anzupassen, zu denen er passt. Und dieses Schneidewerk passt zu den Akko Ideal, also Fendt und Massey Ferguson Ideal, dann zum John Deere X9-1100 und zum Klaas Lexion 8900. Das Schneidewerk an sich hat eine Arbeitsbreite von 18,2 Metern, arbeitet bei 10 km/h und wiegt 5,4 Tonnen. Ohne Änderung kostet dieses Schneidewerk sage und schreibe 167.967 Euro. Es können entsprechende Änderungen durchgeführt werden, zum Beispiel kann eine Führung angefügt werden. Das ist dieses Teil. Ich glaube, ändere mal die Farbe, damit es besser sichtbar wird. Also hier nochmal diese Führung an den seitlichen Enden. Dann gibt es die Kopplerkonfiguration natürlich für den Akko Ideal, den John Deere X9-1100, wie bereits angetönt, und natürlich auch noch den Klaas Lexion 8900. Wie schon gesehen, haben wir hier die Farboptionen entsprechend der Marken, an welche das Schneidewerk angehängt wird, sowohl bei der Hauptfarbe wie auch die Designfarbe, und auch natürlich die Felgenfarbe kann entsprechend verändert werden. Die nächste Mod, die ich vorstellen darf, ist der Krone TX560D, und zwar kommt dieser von Giants Software selbst. Downloadgröße 7,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen natürlich. Dieser Anhänger ist darauf ausgelegt, dass Häckselgut und Silage, Stroh und Heu und so weiter transportiert werden kann. Hat ein Ladevolumen von 56 Kubikmetern, ein Leergewicht von total 10,5 Tonnen, ein Maximalgewicht von 20,5 Tonnen und hat die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten. Zum einen kann eine Abdeckung hinzugefügt werden. Bei den Reifenherstellern haben wir Michelin und Friedestein. Auch kann hier natürlich das Kennzeichen geändert oder angepasst werden. Kostenpunkt für diesen Anhänger ohne Abdeckung in der Standardversion 107.000 Euro. Die nächste Mod kommt auch von Giants Software selbst, und zwar ist es dieser Ladewagen, der Krone ZX560GD. Downloadgröße 23,18 MB in der Version 1.0 und natürlich auch für alle Plattformen. Der CX560GD hat ein Ladevolumen von ebenfalls 56 Kubikmetern, hat ein Leergewicht von 13,9 Tonnen, ein Maximalgewicht von 20,1 Tonne, benötigt 240 PS und arbeitet mit 17 km/h. Auch hier kommt die Option einer Abdeckung hinzu. Und auch hier kann der Reifenhersteller zwischen Michelin und Friedestein ausgewählt werden. Zu diesem Ladewagen gibt es auch noch die Möglichkeit, den Siliermitteltank natürlich hinzuzufügen. Und wie gesagt, auch das Kennzeichen ist zu verändern oder zu entfernen. Grundpreis ohne Änderung 161.000 Euro.
Die Massey Ferguson 7600er oder 7700er Serie mit dem großen Chassis, also dem großen Gehäuse, kommt von KRKZ Modding. Downloadgröße 24,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wir sehen hier alle möglichen Konfigurationen hier stehen. Kommt wie gesagt in der 7600er und der 7700er Version. Die 7600er Version hat in der Standardausführung 210 PS, wird stufenlos geschaltet, hat 430 Liter Tankfüllmenge und 40 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit bei 55 km/h und wiegt 7,7 Tonnen. Kostenpunkt in der Standardversion 151.000 Euro. Hier haben wir die Konfigurationsmöglichkeiten von einem Frontgewicht von 170 Kilo, 280, 390, 500 Kilo, 610 Kilo, 720, 830 Kilo oder einer Fronthydraulik. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein und Nokian Tires. Die Reifenvarianten spiele ich in diesem Falle nicht durch. Dann haben wir hier einen GPS-Empfänger, der auf dem Dach befestigt werden kann. Ich glaube nicht, dass dieser GPS-Empfänger das Guidance Steering Modul aktiviert. Wir haben des Weiteren die Möglichkeit, den hinteren Kotflügel zu verändern, und zwar von Standard zu breit. Dann haben wir, wie gesagt, verschiedenste Motorenausführungen hier. Da komme ich gleich zurück darauf. Wir haben des Weiteren die Kotflügel vorne, die verändert werden können. Und natürlich kann auch das Guidance Steering Modul hier hinzugefügt werden. Bei den Farben haben wir bei den beiden dieselben Möglichkeiten, deswegen werde ich das jetzt einfach einmal ansprechen und danach übergehen. In der Hauptfarbe haben wir Rot, Schwarz, Grün, Silber, Weiß und Kommunal. In der Designfarbe haben wir dieselbe Palette und bei der Felgenfarbe haben wir Standard, Silber, Schwarz, Beige, Weiß und Kommunal. Natürlich kann auch hier das Kennzeichen konfiguriert werden. So. Kommen wir zu den Motorenausführungen. Wir haben den 19er mit 210 PS, dann haben wir den 20er mit 225 PS, den 22er mit 240 PS, den 24er mit 260 PS und den 26er mit 280 PS. Die 7700er Serie kommt auch standardmäßig mit 210 PS. Die weiteren Ausstattungen sind ex-eco dieselben, bis aufs Leergewicht von 7,7 Tonnen. Preis in der Standardausführung 165.000 Euro. Alle anderen Konfigurationsmöglichkeiten bleiben sich dieselben. Daher gehen wir nur ganz kurz auf die Motorenausführung ein. Und zwar der 19er wie gehabt 210 PS, dann haben wir den 20er mit 225er PS. Dann haben wir den 22er mit 240 PS, dann haben wir den 24er mit 260 PS und wie beim anderen auch den 26er mit 280 PS. Der Kröger TAW 30 kommt ebenfalls von Giant Software. Downloadgröße 4,93 MB in der Version 1.0 und auch für alle Plattformen. Dieser Anhänger kommt mit einem Ladevolumen von 45 Kubikmetern, einem Leergewicht von 10 Tonnen, einem Maximalgewicht von 24 Tonnen und kann mit Trelleborg, Michelin, BKT, Wredestein und wieder Trelleborg Reifen ausgestattet werden. Ebenfalls ist das Nummernschild verfügbar. Preis in der Standardversion 79.500 Euro. Ebenfalls von Giants Software kommt der Class Cargos 750-760er Anhänger. Diese beiden sehen sich im Shop folgendermaßen an. Und zwar der 750er, das ist der zweiachsige Anhänger mit einem Ladevolumen von 44,5 Kubikmeter, einem Leergewicht von 7,3 Tonnen, einem Maximalgewicht von 15,7 Tonnen. Der Preis in der Standardausführung ist 67.500 Euro und kann mit Reifen von Trelleborg, Michelin, Wredestein, BKT und Trelleborg
ausgestattet werden. Das Kennzeichen ist hier ebenfalls verfügbar. Der große Bruder der 760er ist der dreiachsige Anhänger mit einem Ladevolumen von 51 Kubikmeter, einem Leergewicht von 9,1 Tonne mit einem Maximalgewicht von 24,9 Tonnen. Gut, es könnte auch sein, dass es das zuladbare Gewicht ist. Der Preis in der Standardausführung 99.000 Euro und kann ebenfalls ausgestattet werden mit Trelleborg, Michelin, Friedestein, BKT und wieder Trelleborg-Reifen. Auch hier natürlich das Kennzeichen ist verfügbar. Vertex Design bringt uns den Annaburger HTS 2012. Downloadgröße 11,01 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser Anhänger kommt in der Standardausführung mit 18,6 Kubikmeter Zuladegewicht oder Ladevolumen, hat ein Leergewicht von 5,6 Tonnen, hat ein zuladbares Gewicht oder ein Maximalgewicht von 15,4 Tonnen. Also ich denke, das ist das zuladbare Maximalgewicht. Der Preis in der Standardausführung ist 29.000 Euro und kann folgendermaßen erweitert werden. Beim Aufbau haben wir die Standardausführung, dann haben wir eine Plane, dann haben wir eine Erhöhung der Bordwand, was das Ladevolumen auf 25,2 Kubikmeter erweitert. Und dann haben wir zuletzt die Bordwanderhöhung plus eine Plane darüber. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Michelin, Trelleborg, BKT, Friedestein und wieder Continental. Dann kann dieser Anhänger ausgestattet werden mit einer Leiter oder einer Plattform. Der Ankopplungstyp kann ausgewählt werden mit der Obenanhängung oder der Untenanhängung. Dann kann dieser Wagen mit einem Schutz ausgestattet werden. Und auch die Farben können entsprechend geändert werden, also einmal das Annaburger Rot, einmal das verzinkte Metall und einmal das Riffelblech. Die Planenfarbe kann auch geändert werden zwischen dem Annaburger Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Weiß und Grau. Auch hier ist das Kennzeichen verfügbar. Von Hispano kommt das Glas und Krone Ballenpressepack mit Lizard R90. Downloadgröße 25,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um ein Pack von Ballenpressen mit angebautem Schwader. Dadurch kann ein Arbeitsschritt gespart werden, was natürlich viel Diesel spart und natürlich auch Arbeitszeit. Wie der Name schon sagt, kommt diese Ballenpresse in der Ausführung von Klaas oder Krone, und zwar den Klaas Quadrant 5300 oder den Krone Big Pack 1290 HDP und natürlich bei beiden der Lizard R90 als Zusatz. Das Gerät hat in der Kombination ein Gesamtgewicht von 13,9 Tonnen, braucht eine Leistung von 250 PS und arbeitet bei 17 km/h. Diese Presse kann Quaderballenpressen in der Größe von 180 bis 240 cm, kostet in der Standardausführung 185.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, BKT, Friedestein und wieder Trelleborg. Die Chassisfarben kommen natürlich entsprechend der Marke, der es zugeschrieben ist, geändert werden. Und natürlich auch das Farbdesign kann geändert werden des Rechens. Und wie gewohnt ist auch hier das Kennzeichen verfügbar. Die Kroneballenpresse wiegt 14,6 Tonnen, braucht 245 PS und arbeitet ebenfalls bei 17 km/h. Auch hier können Ballen gepresst werden. Die Quaderballen von 1,80 m bis 2,40 m, wie eingangs schon gesagt, der Preis bei 185.000 Euro. Hier kann ein Siliermitteltank hinzugefügt werden und auch hier die Chassis und Farbdesign, Farben können hier entsprechend der Marke verändert werden. Natürlich gibt es auch hier das Kennzeichen verfügbar. Es sei darauf hingewiesen, dass also im Gegensatz zum Krone kann beim Klaas kein Siliermitteltank hinzugefügt werden. Der New Holland Disc Bine 313 Meter kommt auch von Giant Software und hat eine Downloadgröße von 5,64 MB in der Version 1.0 und ist auch für alle Plattformen.
Der Discbine 313 wiegt 2,8 Tonnen, braucht 90 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und arbeitet bei 22 km/h. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten, daher der Standard hier mit 20.500 Euro Gesamtpreis. Dieses witzige Gewicht hier kommt von A-Modding und zwar ist es das Minion-Gewicht, Downloadgröße 0,31 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac only. Wiegt 950 Kilo und wiegt 950 Kilo. Dieses Gewicht kostet 900 Euro und bietet natürlich keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Weiterhin von Giants kommt der Horse Choker 12RT, Downloadgröße 14,61 MB in der Version 1.0 und natürlich auch für alle Plattformen. Diese Scheibenecke kommt mit einem Gesamtgewicht von 10 Tonnen, braucht 360 PS, arbeitet bei 18 km/h und hat eine Arbeitsbreite von 12,2 Meter. Auch bei diesem Gerät gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten, daher der Standardpreis 109.500 Euro. Der Kvernaland Enduro Pro 5000F kommt ebenfalls von Giants Software, Downloadgröße 10,12 MB in der Version 1.0 und auch für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen weiteren Grubber mit einem Gewicht von 3,8 Tonnen, braucht 240 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5 Meter und arbeitet bei 15 km/h. Auch bei diesem Gerät gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Auch hier der Gesamtpreis ergibt sich natürlich daraus und beträgt 37.000 Euro. Der Krone Profiliner Flachbettanhänger kommt von Agrotron Modding, Downloadgröße 3,4 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Was mir auffällt, dass dieser Anhänger im Shop kein Foto von sich hat, das heißt also kein Icon da ist. Nichtsdestotrotz finden wir den Krone Profiliner natürlich und dieser wiegt 7,7 Tonnen, kostet 21.500 Euro in der Standardausführung. Hier kann die Farbe geändert werden, und zwar die Fahrgestellfarbe kann geändert werden, die Designfarbe kann geändert werden und natürlich auch die Felgenfarbe kann angepasst werden. Auch hier gibt es das Nummernschild. Tatra ist zurück, und zwar in einer Form einer Mod, und zwar kommt diese von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 19,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser LKW, der natürlich auf die Forstwirtschaft ausgerichtet ist, kommt daher in der Standausführung mit 462 PS, wird automatisch geschaltet, hat 440 Liter Tankfüllmenge, 45 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h und wiegt 13,2 Tonnen. Die Standardausführung ohne Änderung kostet 135.000 Euro und es können natürlich folgende Konfigurationen vorgenommen werden. Bei den Reifenherstellern gibt es Lizard und Knockin Tires. Dann kann eine Bullbar angehängt werden, einmal ja und einmal mit Licht. Anhängerkupplung einmal Standard und einmal Zugmaul hinten. Dann gibt es bei den Motorenausführungen den Tatra A und den Stage 1A, welcher dann eine Leistung von 650 PS auf den Tacho bringt. Farbmöglichkeiten gibt es die Kabinenfarbe, die Kranfarbe, die Zangenfarbe, die Kabinenschutzfarbe und die Felgenfarbe kann geändert werden. Ich spiele hier nicht alle Farben durch, das könnt ihr selbst durchspielen, je nachdem welches Farbschema ihr verfolgt und wie ihr euch lustig ist. Auch hier gibt es das Kennzeichen natürlich verfügbar. Der Rudolf DK280RA kommt von Kyla Modding, Rick Black, Label TVD Modding, Downloadgröße 5,6 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. In der Mod-Beschreibung wird angegeben, dass dieser Anhänger gegenüber dem, der im Base Game enthalten ist, dass dieser eine hydraulische Bordwand hat, um noch schneller beim Transport von Gütern zu sein.
In der Standardausführung hat dieser Anhänger 18,5 Kubikmeter, wiegt 4,6 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 13,4 Tonnen, kostet 23.000 Euro in der Standardausführung, kann konfiguriert werden, und zwar kann ein Aufbau draufgebaut werden, der das Ladevolumen auf 24.500 Litern erhöht, also auf 24,5 Kubikmeter. Und dann wieder zurück zu Standard. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Trelleborg, Michelin, BKT, Wredestein und wieder Continental. Und auch hier kann natürlich das Kennzeichen konfiguriert werden. Der Körkeling Trio 300M kommt von Pushcap, Downloadgröße 4 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen weiteren Grubber mit der Arbeitsbreite bis 3 Meter, wiegt 1,8 Tonne und braucht 140 PS, um bedient zu werden und arbeitet natürlich bei 15 km/h. Kostenpunkt für diesen Grubber 25.000 Euro. Wie ihr hier seht, gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Der Kwernerland AB853 Pflug kommt von DB Modding, Downloadgröße 4,63 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wiegt 608 Kilo, braucht 65 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,30 Meter und arbeitet bei 13 km/h. Preis für diesen kleinen Pflug 6.000 Euro. Auch hier gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Kommen wir zu diesem Hecklader, der ebenfalls von A-Modding kommt. Downloadgröße 1,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist ein Gerät, mit dem man wie eine Baggerschaufel Früchte aufnehmen kann. Fruchtarten, Getreide, Kartoffeln, Karotten und so weiter aufnehmen kann. Ist ein bisschen wuppelig in der Handhabung, also die Physik stimmt hier nicht ganz. Kann also an Halt der linken Maustaste hoch und runter bedient werden, aber wie ihr hier seht, also die Physik stimmt hier nicht. Dann mit den beiden Maustasten gedrückt, kann mit großer Wahrscheinlichkeit die Schaufel geöffnet werden. Ganz genau so ist es, ja. Dieser Hecklader kommt mit einem Ladevolumen von einem Kubikmeter oder von 1000 Litern, wiegt 450 Kilo und kann konfiguriert werden für Zuckerrüben und Kartoffeln oder Schüttgut. Hier gibt es die Möglichkeit, die Hauptfarbe zu verändern, wie auch die Designfarbe kann hier geändert werden. Preis in der Grundausstattung 6.000 Euro. Kamilosch 0397 bringt uns das kleine Bunkersilo. Downloadgröße 3,58 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Bunkersilo soll ca. 300.000 Liter an Häckselgut fassen können. Ist also dieses Teil hier. Schnappt auch schön ein, wo es hin soll. Grundpreis für dieses Silo 22.000 Euro. Tägliche Kosten 25 Euro. Und kann in 90 Grad Schritten gedreht werden. LSMT Modding Team Stefan bringt uns dieses leckere Brot und zwar durch die Landbäckerei. Downloadgröße 3,2 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei natürlich, wie der Name sagt, um eine kleine Bäckerei, also einen Produktionsbetrieb. Daher zu finden im Baumenü unter Fabriken und da haben wir das auch schon, und zwar ist dies die Landbäckerei. Grundpreis fürs Platzieren 50.000 Euro. Der Lizard Quad Bear kommt von Sleutjes Modding, Downloadgröße 6,33 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser Quad Bear kommt mit einer Leistung von 83 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 34 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 97 km/h und wiegt 2,2 Tonnen. Direkt ab Band ohne Änderungen kostet dieser Quad 12.600 Euro. Das Design kann geändert werden mit einem Handschutz, Front- und Handschutz, Frontschutz Original. Dann kann eine Anhängerkupplung hinzugefügt werden, und zwar Standard. Hintere
Anhängevorrichtung, seitliche Anhängevorrichtung und wieder zurück zu Standard. Ich habe mir erstmal gedacht, was brauche ich? Eine seitliche Kupplung, und zwar ist dies so gedacht, sobald dann das Precision Farming zum LS22er kommt, dann werden wir wieder Bodenproben nehmen müssen, und das heißt, dann könnten wir dieses Gerät seitlich anbauen. Reifenvarianten haben wir Standard, Wheel Model 2 und wieder Standard, und bei den Farben haben wir die Standardpalette, die benutzt werden kann, sowohl bei Haupt- wie auch der Designfarbe und auch natürlich bei den Felgenfarben. Dann gibt es gleich noch einen zweiten Quad, und zwar den Lizard TRA 500 von Agrotono. Downloadgröße 6,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen gemacht. Dieser kommt mit einer Leistung von 75 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 50 Litern, Maximalgeschwindigkeit 120 km/h und wiegt eine knappe Tonne. Preis in der Standardausführung direkt ab Band 13.000 Euro. Wir können die Reifen ändern zwischen Lizard und Nokian Tires, Mitas und wieder Lizard Tires. Wir können die Reifenvariante dann auch verändern. Dann haben wir das Design Lenker 1, Lenker 2, Lenker 3 und Lenker 4. Dann können wir eine Stoßstange hinzufügen. Und es gibt auch hier vier verschiedene Möglichkeiten. Beim Design kann geändert werden, ob eine Kabine drauf kommt oder ein Dach besser gesagt, und wieder zurück zu Standard. Auch hier dieselben Möglichkeit bei den Anhängerkupplungen, einmal Standard, einmal hinten, einmal seitlich und einmal hinten und seitlich. Bei der Motorenausführung haben wir den 500er für 40 km/h, für 60 km/h, für 80 km/h, für 100 km/h und für 120 km/h. Dann haben wir dieselben Variationen auch von 40, 60, 80, 100 und 120 km/h als automatisch geschaltet, also als stufenlose Schaltung. Bei der Hauptfarbe haben wir eine riesengroße Farbpalette, aus der wir auswählen können. Genau dasselbe bei der Designfarbe und auch der Felgenfarben. Wenn ihr schon immer gedacht habt, dass es praktisch wäre, Wasser oder Diesel in IBC-Tanks zu bewegen oder zu kaufen, dann haben wir jetzt den Mod dazu, und zwar von Pharma 22. Downloadgröße 1,16 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar sind das diese beiden Tanks hier. Einmal der Wasser IBC mit 2000 Litern und 300 Euro oder den Diesel IBC auch mit 2000 Liter und 2500 Euro. Dieses Scheunenpack kommt von Lancyboy, Downloadgröße 13,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Kann natürlich gefunden werden unter Hallen, und zwar gibt es hier eine Version zu 104.500 Euro. Dann gibt es die Version zu 90.000 Euro und zu guter Letzt die Version für 45.000 Euro. Fangen wir bei der großen Scheune an. Also hier gibt es einen Abstellbereich hier halb unter dem freien Himmel, so oder weniger gesagt, ein bisschen mitten als Unterstand hier. Es gibt hier die Möglichkeit, die Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Dann gibt es hier natürlich die Möglichkeit, hier die Halle zu betreten, und zwar mit zwei Hebel-, Schiebe- oder Rolltoren und einmal der Tür. Und auch hier kann die Hallenbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden. Und zu guter Letzt gibt es hier noch ein Rolltor, wo sich dann die Werkstatt befindet, wo natürlich auch das Licht ein- und ausgeschaltet werden kann. Dann kommen wir zur mittleren Scheune, also diese für 90.000 Euro. Und auch hier haben wir natürlich zwei Rolltore. Und hier natürlich auch den Lichtschalter dafür. Und zu guter Letzt haben wir dann die kleine Scheune hier. Das ist dieser hier. Auch hier gibt es die Möglichkeit, das Licht ein- oder auszuschalten. Und es gibt auch hier eine Tür.
Red Fox Modding bringt uns den Vehicle Stealth System Customizer. Downloadgröße 14 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Dieser Mod ermöglicht es dir, den Gebrauchtwarenhandel deinen Bedürfnissen anzupassen. In der XML der Mod kannst du die folgenden Eigenschaften ändern. Der maximal mögliche Rabatt, also deaktivierbar, das heißt, also man kann es limitieren auf 15%, 20% oder 25%. Maximale Anzahl von Angeboten, maximale Anzahl von neuen Angeboten, Wahrscheinlichkeit, mit der neue Angebote entstehen, die Wahrscheinlichkeit, mit der verkaufte Maschinen in den Gebrauchtwarenhandel übernommen werden, minimale und maximale Dauer der Verfügbarkeit der Angebote, minimaler Wert von Maschinen, die im Gebrauchtwarenhandel erscheinen können und so weiter und so fort. Also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten in dieser XML diesen Gebrauchtwarenhandel hier zu erweitern, zu ändern und deinen eigenen Bedürfnissen anzupassen. Ein weiterer Mod, bei dem es gerade etwas schwierig ist, Bilder davon zu erfassen, ist der Helfer-Reifenspuren-Mod. Und zwar kommt dieser von Viper GTS 96, Downloadgröße 21 KB, in der Version 1.0 und für alle Plattformen und für PC und Mac. Es handelt sich dabei um die Mod, durch die die Helfer auch Fahrspuren hinterlassen. Bis anhin war es so, wenn die Helfer übers Feld gefahren sind, ist es fast so gewesen, als wären sie darüber geschwebt, denn es hat überhaupt keine Fahrspuren hinterlassen. So, mit diesem Mod wird es ein bisschen realistischer und es werden Fahrspuren hinterlassen. Von Joos kommt der nächste Mod, und zwar ist das der gegenteilige Mod, der im 19er herausgekommen ist. Im 19er hieß es Sleep Always, das heißt, wir konnten immer schlafen. Standardmäßig war das Schlafen deaktiviert zwischen 7 Uhr und, glaube ich, 21 Uhr. Im 22er können wir schlafen, wann immer wir wollen. Durch diese Mod von Joos mit der Downloadgröße von 10 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac ist das nicht mehr möglich, sondern es ist nur möglich, schlafen zu gehen zwischen 20 Uhr und 7 Uhr in der Früh. Also wenn ich jetzt hier 9.21 Uhr schlafen gehen will, kommt die Meldung, dass ich nicht müde sei. Das ist die Nachricht, die auch im 19er erschienen ist, wenn wir vor 19 Uhr oder 21 Uhr schlafen gegangen sind. Ich darf mich auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Dabeisein. Das waren diese 27 Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Es hat mich gefreut, dass ich diese Mods hier auf der Wild West Karte vorstellen konnte. Ich habe heute früh ein Video gemacht über diese Karte, wo wir im Detail die einzelnen Punkte und Probleme ansprechen. Bitte findet den Link dazu oben rechts auf eurem Bildschirm. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Falls es euch gefallen hat und ihr denkt, diese Mod-Vorstellungen sind nützlich, dann lasst mir doch euren Daumen da. Auch euer Abo würde mich natürlich sehr freuen, damit der Kanal weitergehen kann. Und dann sage ich bis morgen, bis zur nächsten Vorstellung der Mods, die morgen im Giants Mod Hub freigegeben werden. Danke, tschüss. Und hasta luego.